Was bist du für ein Landsmann? Pole. Du bist Pole! Sie hat ein Lachfleisch ohne Grund. Haha, ein Pole! Hat meinen Sinn für Humor geklaut. Nochmal, das ist ein Sprichwort für mich. Der erzählt dir einen vom Pferd. Immer, das passt ja zu meiner Geschichte. Ich habe einen türkischen Kollegen, der hat mir das Geistsprichwort erzählt. Ist ein Türken hier? Ich muss sagen, ob das richtig ist. Aber das geht. Wow, zwei, krass. Bin ich in Frankfurt gerade? Nein, ich muss jetzt nicht. Okay, da hat er mir gesagt, das türkische Sprichwort wäre, wenn du einen Regenschirm im Arsch hast, dann sollst du ihn nicht aufspannen. Stimmt das? Nein. Nein?